Herr Fuß, erstmal schön, dass Sie bei uns sind. Ich glaube, man sieht so oben rechts bei Ihnen im Bild das IFO-Logo, ne? Das haben Sie so elegant angeschnitten da in Ihrem, auf Ihrem Bildschirm. Sagen Sie, Roland Festring hat Sie ja schon vorgestellt, dazu müssen wir gar nicht viel sagen. Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt: No-Covid und Zero-Covid sind ja zwei unterschiedliche, ich sag mal, Bewegungen oder Ansätze. Sie sind No-Covid. Was unterscheidet Sie vom Team Zero-Covid? Ja, schönen guten Morgen erstmal und danke für die Einladung, Herr Schumacher. Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. International muss man sagen, werden die Begriffe ganz unterschiedlich gebraucht. Aber in Deutschland gibt es eine Zero-Covid-Initiative, die hat im Dezember ein Papier veröffentlicht und da ist die Botschaft, 4 Wochen einen harten Shutdown machen. Und dann werden wir die Infektionen so weit runter haben, dass es irgendwie besser weitergeht. Das ist nicht das No-Covid-Konzept. Das No-Covid-Konzept ist auch nicht einfach einen Shutdown machen und warten, bis die Inzidenzen auf 10 sinken oder sonst irgendwas. Das ist ein Missverständnis, sondern No-Covid bedeutet in erster Linie, dass wir keine Durchseuchungsstrategien wollen. Manche Leute sagen ja, lass uns nur die vulnerablen Gruppen schützen. Und beim Rest ist das alles nicht so schlimm. Das halten wir für falsch, nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Und was wir wollen, ist eigentlich Folgendes. Öffnungen kann man durchführen, sollte man auch, aber sie immer an Tests binden. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Also öffnen, aber sicher. Zweitens regional differenzieren. Da haben wir das Konzept der roten und grünen Zonen, das sehr stark diskutiert wird. Das ist vielleicht auch ein bisschen provokativ. Das wird aber auch viel missverstanden. Also die Idee ist nicht, dass wir jetzt Schlagbäume errichten in Deutschland, sondern eine grüne Zone ist zum Beispiel ein großes Unternehmen, das am Werkstor testet und dafür sorgt, dass innerhalb der Werksmauern keine Covid-Erkrankungen auftreten. Also das wäre ein Ansatz. Und wir sagen, wir brauchen immer mehr solcher grüner Zonen, durch Testen geschützt und auch Schulen. Und dann können wir irgendwann ganz öffnen. Und wie gesagt, der Kern für mich ist dabei, mit Tests Öffnungen ermöglichen. Es ist ja nun gerade in der Mode der Bundesregierung, alle möglichen Verfehlungen vorzuwerfen, manche auch zu Recht. Aber tendenziell gehen ja die Beschlüsse von Kanzlerin und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen schon in diese Richtung. Also Tests sollen ja gerade auch in Schulen, öffentlichen Einrichtungen verstärkt werden. Von grünen und roten Zonen ist zwar nicht die Rede, aber es gibt zumindest mal nach Inzidenzen abgestuft, bestimmte Öffnungs- oder eben wieder Schließungsstrategien. Also es geht zumindest mal in die Richtung, oder verstehe ich das falsch? Ja, ein wenig schon, aber letztlich ist das Konzept, was dann verabschiedet wurde, inkonsistent und dann doch weitgehend falsch aus meiner Sicht. Und lassen Sie mich das kurz erklären. In der Tat wird da gesagt, wir wollen mehr testen. Das wird ja auch schon lange gefordert. Schön, dass die Politik jetzt nach einem Jahr das auch mal in die Wege leitet. Aber was zum Beispiel fehlt, ist die Aussage, Öffnungen sind an Teststrategien gebunden. Das steht ja nicht drin, sondern da steht was drin, was aus meiner Sicht komplett absurd ist. Da steht drin, Öffnungen sind an Inzidenzen gebunden. Ja, was passiert denn mit den Inzidenzen, wenn man jetzt mehr testet? Nicht, die steigen. Also wie soll jemand jetzt zu Hause erklären, ein Landrat, dass man jetzt mehr testen muss, wenn die Leute dann sagen, ja langsam, aber dann steigen doch unsere Inzidenzen und wenn die Inzidenzen die Öffnung bestimmen, dann können wir nicht öffnen. Also das Konzept ist nicht durchdacht auf, für mich, ich will nicht sagen erschreckende Weise, aber doch erstaunliche Weise. Es ist ein politischer Kompromiss, und das hat mit Vernunft nicht immer was zu tun. Lassen Sie uns zu den ökonomischen Folgen oder Ansätzen kommen. Wir erinnern uns an den Finanzminister und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der vor gut einem Jahr die Bazooka rausgeholt hat, so von wegen, koste es, was es wolle. Wir waren durchaus erinnert an die Finanzkrise. War das damals eigentlich das richtige Signal, so wir stehen für alles gerade? Ja, das war das richtige Signal. Das war nicht so ganz, wir stehen für alles gerade, aber schon in erheblichem Umfang. Warum war das das richtige Signal? Wenn so ein Schock kommt, dann ist immer die Gefahr da, dass erstmal eine Finanzkrise entsteht. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn zum Beispiel zwei Banken einer Firma Geld leihen und die eine Bank überlegt jetzt, okay, Kredit läuft aus, soll ich verlängern, dann
wenn sie dann nervös ist, wird sie denken, naja, vielleicht verlängern die anderen nicht. Und wenn ich befürchte, dass die anderen den Kredit nicht verlängern, dann verlängere ich ihn auf jeden Fall schon mal nicht, weil ich weiß, sonst habe ich mein Geld hergegeben. Das heißt, große Nervosität an Kapitalmärkten ist gefährlich, wenn da das Vertrauen weg ist. Und wenn der Staat, der Staat gesagt, wir geben Garantien, wir geben die Kredite, das hat die Finanzmärkte beruhigt. Das war richtig. Richtig war auch das Signal, wir helfen den Unternehmen, die geschlossen sind. Also in der frühen Phase hat man da sehr entschlossen gehandelt. Wichtig war auch das Signal, in Europa helfen wir den Ländern, die vielleicht in Probleme geraten. Deshalb sind sie erstmal nicht in Probleme geraten. Vielleicht kommt das noch in der Zukunft, aber sozusagen eine Neuauflage der Euro-Krise hat man erstmal verhindert. Das war gut. Das heißt, das ist praktisch die Pflichtübung eines deutschen Finanzministers, in einer solchen Ausnahmesituation zu sagen, keine Sorge, Leute, wir kriegen das geregelt. Also Olaf Scholz hätte gar nichts anderes sagen können, jetzt mal abgesehen von der Begrifflichkeit. Aber die Botschaft musste sein, wir sorgen für Liquidität. Ja, ich meine, das sollte man nur dann sagen, wenn die Chance besteht, dass das auch klappt am Ende. Ne? Dass man wenn die Probleme, ich meine, die Probleme können ja mal so groß sein. Wenn man mal zum Beispiel an Griechenland in der Eurokrise denkt, war offenkundig, dass das Ganze nicht gut geht. Und da hätte man vielleicht ein bisschen früher sagen können, okay, wir zahlen nicht alles, sondern wir restrukturieren die Schulden. Aber solche Operationen sind natürlich riskant. Ne? Also Insolvenzen, gerade bei Staaten oder in Krisensituationen, sind riskant. Also man muss das vorher zu Ende denken. Und wenn man das macht und denkt, also wenn jetzt alle ruhig bleiben, kommen wir durch die Krise, dann ist es der Job eines deutschen Finanzministers zu sagen, Leute, wir zahlen erstmal alles, wir garantieren das mal. Wie gesagt, nur muss das am Ende auch funktionieren, im Prinzip schon. Lassen Sie uns zu weiteren Instrumenten kommen. Großer Aufreger, Milliarden für die Lufthansa und die kleinen Unternehmen gucken in die Röhre. Was sagen Sie diesen Kritikern? Ja, die kleinen Unternehmen kriegen schon auch Hilfen. Die sind in der ersten Welle ein bisschen schneller geflossen als jetzt. Das hat aber mehr mit den Instrumenten zu tun, die man gewählt hat. Bei der Lufthansa ist es so, dass man diesen Eingriff eigentlich nur damit begründen kann, dass die Kapitalmärkte eben nicht gut funktioniert haben in der frühen Phase der Krise. Da eben wegen der großen Nervosität hat dann der Staat gesagt, okay, wir steigen da ein. Die Probleme liegen nicht so sehr darin, so große versus kleine Unternehmen, sondern ich sehe eigentlich zwei Probleme. Erstens, man muss fragen, ist der Staat da zu Bedingungen eingestiegen, die für den Steuerzahler gut sind oder akzeptabel sind, oder hat man den Altaktionären im Grunde Geld geschenkt? Das ist das eine, oder den Banken. Und das andere ist die Frage, was ist jetzt, wenn jeder in Europa seine Airline subventioniert und wir alle wissen, die Kapazitäten müssen runter? Dann kann so eine Art Subventionswettlauf entstehen. Es ist eigentlich der Job der Europäischen Kommission, jetzt mal zu sagen, okay, Subventionen in der Krise, in der akuten Phase sind okay, aber wir müssen auch wieder aussteigen. Ganz kurzer Hinweis an die geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauer. Bazooka ist schon mal ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, Feuer frei. Was immer Sie an Fragen haben, ganz egal, klein, groß, ob es um Milliarden geht oder um Milliprozente, Professor Fust steht für alles bereit. Ansonsten betrachte ich es als nett gemeinte Aufforderung, einfach weiterzumachen, wenn Sie mir nicht dazwischen fragen. Herr Fust, nächstes Instrument, Mehrwertsteuersenkung. War das ein Erfolg? Das wurde ja nach britischem Vorbild praktisch exerziert. Ich kann von mir persönlich sagen, ist irgendwie ziemlich an mir vorbeigegangen. Ja, es geht so. Also die Mehrwertsteuersenkung war sicherlich aus meiner Sicht sicherlich eines der schlechteren Instrumente, eine der schlechteren Entscheidungen. Das hat einfach folgenden Grund. Es ist nicht so, dass wir wie sonst manchmal in Krisen mangelnde Kaufkraft haben. Oft in Krisen werden viele Leute arbeitslos, die Einkommen sinken und dann kaufen sie auch nichts mehr ein und dann haben die Unternehmen Probleme und dann gerät man in die Krise. Jetzt war es so in dieser Krise, dass ja durch statt die Hilfen, die Einkommen eigentlich bei den meisten Menschen, nicht bei allen, wir haben die betroffenen Sektoren, aber bei den meisten Menschen sind die Einkommen recht gut gelaufen. Man konnte das Geld aber nicht mehr ausgeben, weil man nicht in Urlaub gefahren ist, nicht ins Restaurant, keine Familienfeier. Deshalb hat der private Sektor sehr viel gespart. Und dieses Geld lag sozusagen rum. Dann im Sommer, als wieder etwas mehr öffnete, wurde sowieso mehr eingekauft. Also man hätte eigentlich die Mehrwertsteuersenkung nicht gebraucht.
sie hat auch letztlich denjenigen geholfen, die sowieso hohe Umsätze hatten. Und das sind ja nicht die Problemgruppen. Also das in dieser, wir haben hier eine Krise, in der wir nicht die Massenkaufkraft stärken müssen, weil die sowieso da ist, die ist zurückgestaut, sondern wir müssen gezielt denen helfen, die betroffen sind, also Hotels, Reiseunternehmen, Messeunternehmen und so weiter. Veranstaltern und nicht, wir brauchen nicht diese breiten Instrumente. Also es war kein sehr gutes Instrument, war auch ziemlich teuer. 20 Milliarden so, ne, um den Dreh. Genau, ja. Also wir haben geschätzt, dass das BIP 2020 um etwa 6 Milliarden höher war dadurch. Das heißt, man hat 20 Milliarden Steuergelder ausgegeben, um einen Konjunktureffekt von 6 Milliarden zu erzielen. Das ist ja nicht nichts. Aber ein ziemlich teurer Konjunkturanschub, man hätte andere Instrumente viel, viel wirksamer einsetzen können. Sagen Sie mal was zum Beispiel? Ja, eine Diskussion war ja, sollten wir nicht Unternehmen, die jetzt in die Verlustzone rutschen, gestatten, diese Verluste für Zwecke der Besteuerung mit Gewinnen der Vorjahre stärker zu verrechnen, als das normalerweise erlaubt ist. Das ist ziemlich beschränkt. Das würde also bedeuten, wenn ein Unternehmen eben 2020 100 Milliarden Verluste macht, dann kann es sich quasi 30 Milliarden vom Staat wiederholen. 100 Milliarden ist jetzt eine leere Zahl, können auch 100 Millionen sein, aber dann kriegt man 30 Millionen vom Staat zurück. Mhm. Das ist deshalb ein gutes Instrument, weil diese Verluste sonst sowieso in die Zukunft vorgeschrieben würden. Irgendwann kann man die verrechnen. Der Staat hätte eigentlich nicht sehr viel Steueraufkommen verloren, aber er hätte den Unternehmen quasi etwas geliehen. Und zwar nur den Unternehmen, die vor der Krise Gewinne hatten und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch ein tragfähiges Geschäftsmodell haben. Das wäre also sehr billig gewesen und das hätte die erreicht, die es brauchen. Jetzt mal ganz praktisch, ist sowas einfach abzuwickeln, also jetzt mal rein technisch, rein bürokratisch, kann man das mal eben so per Gesetz verfügen und dann machen die Steuerberater das? Ja, das ist ganz einfach abzuwickeln. Hm. Man hat ja sozusagen, der Unterschied zu den Wirtschaftshilfen, die wir verteilt haben, ist, der Verlustrücktrag ist schon da, den gibt es schon. Und da muss man einfach nur eine Zahl im Gesetz ändern. Oder zwei Zahlen. Ne? Die eine ist eine 1, also ein Jahr Rücktrag ist erlaubt, da muss man eine 2 hinschreiben und das andere ist der Höchstbetrag. Da muss man also eine andere Zahl, das waren 5 Millionen und das, da kann man 10, 20, 100 oder was auch immer hinsetzen. Also administrativ ist das nicht das Problem. Ich möchte einen ganz besonderen Dank an Lukas Flöter und Wolfram Morales aussprechen, die jetzt die ersten Fragen in die Runde gegeben haben. Professor Fuß, Stichwort Instrumente der Bundesregierung. War die Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht richtig? Ja, das war aus meiner Sicht richtig. Also bei der Insolvenzanmeldung, da geht es ja vereinfacht gesagt um so eine gewisse Abwägung zwischen auf der einen Seite Gläubigerschutz. Ne? Also Insolvenz ist dafür da, Gläubiger zu schützen und auf der anderen Seite dem Anliegen, dass man jetzt nicht in der Krise die Probleme verstärkt und ne, indem man also Insolvenzen hat. Das Problem ist ja, wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet, dann hören sofort alle Lieferanten auf, überhaupt mit denen Geschäfte zu machen. Außerdem werden unter Umständen die Gerichte stark belastet. Wenn man eine Insolvenzwelle hat, ist das nicht gut. Insofern denke ich, war das gut vertretbar. Man muss ja darlegen als Geschäftsführer, dass man wirklich krisenbedingt eine Insolvenz hat. Andere Insolvenzen, da bestand die Anmeldepflicht fort. Insofern muss man sich schon genau überlegen, ob man eben, wenn man insolvent ist, das anmeldet oder nicht. Aber ich finde das vertretbar, dass man das ein bisschen verschoben hat. Es ist klar, dadurch schafft man die Probleme nicht aus der Welt, aber man verhindert vielleicht, dass sie noch größer werden. So, Nachfrage, wie bewerten Sie, dass diese Pflichten mittlerweile wieder weitgehend scharf geschaltet sind, aber in den Köpfen vieler Geschäftsführer ist das noch nicht angekommen? Baut sich da ein Insolvenz-Tsunami auf? Ja, man muss also genau sich anschauen, wie die gesetzlichen Regelungen sind, das ist richtig, also musste man schon vorher. Ich denke nicht, dass sich ein Insolvenz-Tsunami aufbaut, eine ganz große Welle. Wir werden mal Insolvenzen kriegen. Das ist eigentlich jedes Mal so nach Rezessionen, dass wir steigende Insolvenzzahlen bekommen. Jetzt haben wir natürlich die Hilfen, die Insolvenzen reduzieren. Und wir haben außerdem eine Situation, in der ja die Probleme doch auf ganz bestimmte Sektoren konzentriert sind. Das sind Sektoren, die stark mittelständisch oder von Kleinunternehmen geprägt sind. Mhm.
Da gibt es also weniger spektakuläre Insolvenzen. Häufig ist es so, dass man sich halt mit der Bank zusammensetzt und diskutiert oder die Unternehmer müssen Privatvermögen, das sowieso haftet, einbringen. Das ist dann sehr bitter für die Betroffenen. Es sind aber häufig nicht diese großen spektakulären Insolvenzverfahren, die wir aus Wirtschaftskrisen kennen, bei denen dann irgendwie der Wirtschaftsminister anreist und da eine Rede hält vor den Leuten und so weiter. Also erwarten wir jetzt am IFO-Institut keine große Insolvenzwelle. Steigende Zahlen ja, aber nicht die ganz katastrophale Welle. Wolfgang Morales, offenbar ein Feinschmecker, fragt, aktuell wird zu Staatsfinanzen oft die MMT, ich glaube, er meint die Modern Monetary Theory, zitiert. Danach kann der Staat, die Zentralbank, so lange Geld ausgeben, bis die Wirtschaft an die Produktionsgrenze gelangt, ohne Inflation zu befürchten. Und notfalls kann die Zentralbank Staatspapiere kaufen und auf ewig in die Bilanz nehmen. Ist das nicht ein eleganter Ausweg? Also im Grundsatz ist es mal so, wenn es ungenutzte Kapazitäten, also eine Unterauslastung der Wirtschaft gibt, dann gehört es eigentlich zur traditionellen makroökonomischen Mainstream-Theorie, dass man sagt, jetzt kann entweder der Staat durch Fiskalpolitik oder die Notenbank durch Geldpolitik die Nachfrage stabilisieren und dadurch dafür sorgen, dass das Produktionspotenzial dann wieder ausgeschöpft wird. Das ist eine Sicht, die im Grundsatz richtig ist, vielleicht auch ein bisschen simpel, weil da so getan wird, als gäbe es quasi nur ein Gut, ne, auf der Welt. Mhm. Und wir müssen, ne, das Problem ist, wenn man halt Güter produziert, die keiner haben will, dann hilft das alles nichts. Ne? Wir hatten zum Beispiel in der Eurokrise in manchen Ländern einen völlig überdimensionierten Bausektor, aber keiner mehr wollte bauen. Da hilft es nichts, wenn man Geld druckt, da wird trotzdem nicht gebaut. Ne? Also das ist so eine simple Sicht. Die andere Idee ist in der Tat die ist ganz lustig und inspiriert immer wieder Leute, dass die Notenbank Staatsanleihen kauft, also die finanziert den Staat, und legt dann die Anleihen in den Keller und lässt die gewissermaßen verschwinden. Das ist, dass das irgendjemand hilft, ist komplett falsch. Aber die Idee ist wahnsinnig populär. Warum ist das komplett falsch? Das ist komplett falsch, weil die Notenbank ja dem Staat gehört. Also es ist so, als hätten Sie selbst finanzielle Probleme und würden Sie einen Schuldschein drucken und den kaufen Sie selbst. Da müssen wir überlegen, wem dann geholfen ist. Niemand. Hier kommt hinzu, wenn die Notenbank das machen würde, dann würde eigentlich nur eins passieren, das Vertrauen wäre erschüttert. Also was praktisch passiert, ist ja Folgendes, die Notenbank gibt also Geld aus und kauft dafür normalerweise zum Beispiel Unternehmensanleihen oder gibt Banken einen Kredit und kriegt dafür einen Zins. So, und wenn sie jetzt vom Staat Papiere entgegennimmt, dann kriegt sie eben keinen Zins mehr. Oder sie sagen, sie kriegt vielleicht noch einen Zins, aber der Staat zahlt das an sich selbst, weil der Staat kriegt ja die Notenbankgewinne. Das heißt, also letztlich ist es so, eine Notenbank haben, das ist ein großer Wert, den der Staat hat. Und das Problem ist nur, diesen Wert kann man einmal verbraten. Also man darf ja Papier ausgeben, man kann Papier bedrucken und kriegt dafür verzinsliche Aktiva. Das ist der Notenbankgewinn, der liegt so in der Eurozone nach Schätzung bei 4.000 Milliarden Euro. Also das kann man einmal verbraten, dann ist es weg. Aber sozusagen Anleihen schreddern, das bringt überhaupt nichts. Bringt so viel, wie wenn man sich selbst einen Schuldschein ausstellt und den dann schreddert. Ja, habe ich schon häufiger versucht. Also, kann man machen, schadet auch nicht, aber bringt auch nichts. Ja, Herr Morales, schade. Schöner Ansatz, aber Herr Fuß ist dagegen. Lassen Sie uns nach vorne gucken, Herr Fuß. Hier eine Frage. Realistische Konzepte, den stationären Handel in den Innenstädten wieder zu stärken. Ich sage mal, nicht ein ganz ein zentrales Volkswirtschaftsthema, aber dazu haben Sie sicherlich auch eine Meinung. Ich meine, einer der ganz großen Gewinner der Pandemie ist Amazon. Darüber muss man nicht groß reden und andere Versandhändler natürlich auch. Müssen wir tatsächlich nach der Pandemie damit rechnen, dass unsere Innenstädte und vielleicht auch die ein oder andere Einkaufspassage und die Einkaufscenter auf der grünen Wiese einfach mal leer stehen? Ich denke, man muss sich eins klar machen, die Welt des Handels verändert sich und die Pandemie beschleunigt das. Aber dass der Onlinehandel zunimmt, das ist ja eine Sache, die wir auch schon vorher hatten. Das ist jetzt durch die Pandemie beschleunigt worden und das führt dazu, dass traditionelle Einzelhandelsgeschäfte es immer schwerer haben. Und ich fürchte, der Einzelhandel muss sich fundamental wandeln. Also es wird ja viel davon gesprochen, ich bin da kein Experte, dass Einkauf ein Erlebnis sein muss, das muss irgendwie Spaß machen. Und ich glaube, auch künftig werden Leute gerne in die Stadt gehen. So verbringt man seine Freizeit. Man geht in ein schönes Geschäft, ne? Man trinkt dann Cappuccino
Aber was man hört, es hat dazu auch gerade einen großen Bericht im Economist gegeben, und was viele eben sagen ist, Onlinehandel und Präsenzhandel wird integriert. Das heißt, wer nicht im Onlinehandel auf irgendeine Weise aktiv wird, wird ganz große Probleme kriegen mittelfristig. Wie gesagt, das heißt aber nicht, dass es keine Geschäfte mehr geben wird. Ich glaube, auch die Innenstädte werden nicht veröden, aber man muss sich eben anpassen, wie in vielen Geschäften. Wie in vielen Branchen, der Einzelhandel wird nicht zurückkehren zu dem Zustand vor der Pandemie. Und dafür zu sorgen, dass das klappt, das ist Aufgabe der Unternehmer, nicht der Politik. Ganz kurzer Zwischenruf. Christian Seidenabel, vielen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, die Frage nach dem Helikoptergeld hat Professor Fuß quasi schon eben gerade beantwortet. Wenn nicht, dann schreiben Sie mir einfach nochmal, dann haken wir dann natürlich brutalstmöglich nach. Herr Professor, ein Blick nach vorne. Wer sind eigentlich die, außer Amazon, die großen Profiteure dieser Pandemie? Sicherlich alle, die mit digitalen Geschäftsmodellen operieren. Das ist ja sehr deutlich geworden. Also wir sprechen ja hier zum Beispiel über Zoom. Also die Aktien sind ja gestiegen. Also all diese Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle haben, das sind sicherlich große Gewinner. Dann haben wir gewisse Umstrukturierungen. Also die Leute wollen vielleicht nicht mehr ganz so viel in der Innenstadt leben, sondern draußen. Da gibt es natürlich Verschiebungen. Aber die, sagen wir mal, strukturell meines Erachtens die Gewinner sind, man könnte sagen, leider auch wieder diejenigen, die vorher schon die Gewinner waren, nämlich Menschen, die gut ausgebildet sind und die flexibel sind. Wenn man sich anschaut in der Pandemie, wer hat eigentlich seinen Arbeitsplatz verloren oder wer ist auf Kurzarbeit gegangen, dann gibt es da ein ganz klares Gefälle hinsichtlich Ausbildung. Das heißt, unter den gut Ausgebildeten arbeiten etwa 60% im Homeoffice. Es gibt so gut wie keine Kurzarbeit und unter den weniger hoch Ausgebildeten sinkt der Homeoffice-Anteil und die Kurzarbeit steigt. Und das ist ein Trend, der sich in Zukunft beschleunigen wird. Dieser Zuwachs an Homeoffice, den wir haben, der wird aller Voraussicht nach bleiben. Nicht im vollen Umfang, aber wir werden künftig erheblich mehr Homeoffice haben. Und alle Leute, die das nutzen können, werden davon profitieren. Das heißt natürlich auch, dass sich dadurch viele Geschäftsmodelle ändern, dass die Fähigkeit, Neues zu lernen, sich anzupassen, wichtiger wird. Und dafür muss man gut ausgebildet sein. Gleichzeitig ist es so, dass in dieser Pandemie ja die Bildung beeinträchtigt ist und insbesondere Menschen, die eher bildungsfern sind, zurückfallen, weil die Kinder können nicht so gut Heimunterricht machen. Also die Spaltung, die wir schon vorher hatten in die gut ausgebildeten Gewinner und die weniger gut ausgebildeten Verlierer, das muss man befürchten, die wird sich vertiefen. Ja, lassen Sie uns mal auf die Bundestagswahl schauen. Im Ende September, wir hatten gerade zwei Landtagswahlen mit, ich sag mal, nicht ganz überraschenden Ergebnissen in beiden Ländern. In Rheinland-Pfalz ist eine Fortsetzung der Ampel unter SPD-Führung. Wahrscheinlich in Baden-Württemberg ist eine Ampel unter grüner Führung möglich und nicht undenkbar. Der Fuchs Winfried Kretschmann könnte durchaus als Signal für Berlin mal sagen, ach, dann ampel ich hier auch mal. Jetzt mal aus volkswirtschaftlicher Sicht. Sie haben im Prinzip drei Modelle, die im Moment jedenfalls realistisch sind. Einmal Schwarz-Grün unter einem mutmaßlichen Kanzler Armin Laschet. Einmal eine Ampel unter vermutlich Annalena Baerbock. Und dann noch eine Ampel unter Ihrem, darf man sagen, Dienstherrn? Nee, ne? Sie sind im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums der Finanzen, also auch hier und da mal mit Olaf Scholz befasst. Wem würden Sie das Kanzleramt am ehesten zutrauen? Olaf Scholz ist zum Glück nicht mein Dienstherr. Als Wissenschaftler hat man nichts zu melden, aber man ist auch frei. Das ist der Vorteil. Ich habe also in dem Sinne keinen Dienstherrn. Aber also ich denke, dass Personen ehrlich gesagt überschätzt werden. Die Bedeutung von Personen wird. Ach, jetzt hören Sie auf. Das ist langweilig. Doch mal im Dreier Wilfried Kretschmann gewählt und nicht grün oder rot. Da haben wir doch gerade was ganz anderes. Habe ich selber erzählt als Journalist. Das wären Personen. Ja, ich muss das vielleicht präziser machen. Für Wahlen ist es schon wichtig. Sind Personen natürlich schon wichtig. Okay. Das ist das beste Beispiel. Aber für die politischen Inhalte weniger.
Also der Kanzler, der hat eigentlich, das gilt auch für Angela Merkel, der hat die meiste Zeit damit zu tun, Kanzler zu bleiben, und die Inhalte müssen dann andere machen. Der ist also mehr so ein Vermittler oder so eine Art Doktor. Ne? Da muss man mal gucken, so wem muss ich jetzt was geben. Aber der kann eigentlich persönlich nicht viel gestalten. Das muss man verstehen. Also man könnte fragen, wer ist eigentlich der beste Vermittler hier? Und wer kann Dinge in Richtungen lenken, die für Deutschland notwendig sind? Und das ist am Ende eine Frage der Parteiprogramme. Und da haben wir ja nur teilweise was vorliegen. Ich muss sagen, wir haben in Parteiprogrammen, die jetzt vorliegen, teilweise problematische Dinge aus meiner Sicht. Da gibt es also zum Beispiel im SPD-Programm gibt es diese Idee, mit einer Vermögensteuer zu kommen. Wir brauchen Wachstum nach dieser Krise. Wir brauchen keine Vermögensteuer. Man kann mehr Steueraufkommen beschaffen. Man kann auch das Steuersystem gerechter machen. Aber so Dinge wie Vermögensteuern, das sind mehr so Mobilisierungsthemen. Aber wenn das mal daneben geht und das wird wirklich umgesetzt, dann ist der Schaden riesig. Ne? Dann gibt es eine riesen Kapitalflucht aus Deutschland, unnötigerweise. Deshalb sage ich, wir brauchen also eine Koalition, die eine vernünftige Politik macht. Für mich natürlich eine Wirtschaftspolitik, aber auch an alle anderen Politikbereiche. Und ich würde mal sagen, das kriegt wahrscheinlich eine Koalition hin, die eben so ein bisschen breit aufgestellt ist. Also ein bürgerliches Element hat, die dann sagt, das dann sagt, okay, lass uns nicht so viel Blödsinn machen wie Vermögensteuern. Vielleicht eben dann ein grünes Element, das dafür sorgt, dass wir in der, keine Ahnung, Klimapolitik vorankommen und so. Also das finde ich ganz gut an Koalitionen, wenn die eben nicht so zum Radikalen neigen. Und ja, sonst sage ich mal, wir sind ja mit einer Frau als Kanzlerin nicht schlecht gefahren. Ja, Also. stellen wir uns einfach nur mal vor, Sie wären der nächste Sherpa. Also das, was Professor Röller jetzt im Kanzleramt macht, das machen Sie ab Oktober. Sie sind also der oberste wirtschaftspolitische Berater welcher Bundesregierung, welcher Kanzlerin auch immer. Was wäre Ihr Sofortprogramm? Gehen wir mal davon aus, dass bis dahin dann der ein oder andere geimpft ist und alles das, worüber wir uns im Moment ärgern oder den Kopf zerbrechen, dann vielleicht mal erledigt ist und die Kanzlerin nicht sagt, auch noch 3, 4 Monate und dann haben wir es hinter uns. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Also was wäre Ihr Sofortprogramm, vielleicht sogar Reformprogramm, um Deutschland wieder zu dem zu machen, was wir vor vielen Jahren mal waren? Ja, ich würde vielleicht vorschlagen, dass man drei Säulen wählt. Ich nenne die mal Inklusion, Wachstum, Umweltschutz. Also wir brauchen eine klar wachstumsorientierte Politik. Das darf aber nicht eine Politik sein, die nur den oberen 10% nützt. Na, und damit wir das hinkriegen, da muss man bestimmte Dinge im Steuersystem ändern, zum Beispiel Hartz IV reformieren. Da haben wir im Moment so eine Art Teilzeitfalle, die also Menschen in Teilzeitbeschäftigung bei niedrigen Einkommen hält. Und wer 1 Euro mehr verdient, muss teilweise 1,10 Euro abgeben. Na, also wir müssen unser Sozialsystem so reformieren, dass es sich lohnt, mehr in Beschäftigung zu gehen. Also nicht in diese Teilzeitsituation. Wir brauchen in der Klimapolitik eine Politik, die etwas weniger macht, aber das besser. Also nicht alle Politikbereiche mit Klima überziehen, sondern sich auf den CO2-Preis konzentrieren. Auch nicht das sozusagen nicht verschmutzen subventionieren, sondern das Verschmutzen belasten. Aber sonst auch Marktmechanismen nutzen. Also wo wir jetzt CO2 einsparen, das kann der Markt entscheiden. Und wir brauchen eine Wachstumspolitik. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir eben die Bedingungen für private Investitionen verbessern, dass es einfach attraktiv ist, in Deutschland zu investieren. Dafür muss man auch öffentliche Investitionen vorantreiben. Wir brauchen digitale Infrastruktur, wir brauchen Bahnstrecken, das wissen wir ja alle. Wir brauchen eine plausible Energiepolitik. Das ist ja eine der ganz großen Schwächen in Deutschland. Die Strategie heißt ja im Moment, künftig verwenden wir mehr Atomstrom aus Frankreich. Das ist im Moment die deutsche Energiepolitik. Wir müssen Elektromobilität in den Ballungszentren voranbringen. Da brauchen wir auch Infrastruktur. Also diese sag mal, die Wachstumspotenziale, die Klimaschutz durchaus bringt, die müssen wir nutzen. Also das klingt schon mehr nach Regierungsprogramm als alles das, was wir bislang von den Parteien gehört haben. Sie Das haben ist ja sich nett, dass Sie das sagen. gerade in die Sherpa-Rolle aber sowas von reingeredet. Würden Sie das machen, wenn Sie einer, also der oder die Kanzlerin fragt? Nein. Wie Das würde ich nein? machen. Nein, Ja, ein ich habe bisschen hohen länger nachdenken Respekt. können. Also ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich Ja. habe hohen Respekt vor der Leistung. In dem Fall auch, okay, Herr Röller ist Wissenschaftler, übrigens ein sehr guter und hat das bestimmt auch super gemacht. Aber ich bin da nicht so für geeignet. Ich bin also mehr so als Gesprächspartner
geeignet, um so ein paar Ideen zu geben, aber ich maße mir nicht an, dass ich das besser könnte als Herr Roller oder wer auch immer. Nicht besser, aber anders, um mit Gerhard Schröder zu sprechen. Lassen Sie uns noch mal einen Blick auf den Finanzstandort Deutschland werfen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem ehemaligen Chefredakteur des Handelsblatts oder zukünftigen ehemaligen Sven Affüppe, der erzählte, das Schlimmste an der Wirecard-Berichterstattung seines Blattes seien die empörten Kleinanleger gewesen, die sich fürchterlich darüber aufgeregt hätten, dass man den deutschen Champion, der einzige, der digitale Zahlungssysteme weltweit, bla bla bla, dass man den jetzt mit so einer Zeitung einfach so runterschreiben würde. Das zeigt, die Selbstbegeisterung in Deutschland ist groß. Das war, glaube ich, ein Teil des Wirecard-Problems. Keiner wollte es wahrhaben, dass da ein Haufen von Gangstern sein Spiel treibt. Wir haben jetzt die Greensill Bank, wir haben noch ein paar andere Fälle. Man hat den Eindruck, dass dieses Deutschland, das ja auch eine Weile lang für Recht und Ordnung stand, dass man hier schon auch viele schräge Geschäfte machen kann. Wie ist es mit der Finanzaufsicht? Vielleicht sollten Sie BaFin-Chef werden. Nein, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich denke, man darf eins nicht vergessen. Das ist natürlich ein ziemliches Desaster, dieser Wirecard-Fall. Und es ist richtig, dass man überprüft, was passiert. Man muss aber sagen, das passiert auch in anderen Ländern. Wenn wir etwa an Enron denken, das hatte noch ganz andere Dimensionen als jetzt Wirecard. Aber schon 20 Jahre her. Ja, richtig. Es gibt ja immer wieder solche Fälle. Ich spiele nochmal Cum-Ex, die Cum-Ex-Karte nochmal für Deutschland. Ja, Cum-Ex ist eine andere Baustelle. Das war eine ziemliche Sauerei, aber das war nun wirklich die Nutzung einer Lücke im Steuerrecht, bei der für jeden klar war, dass das so nicht gemeint war, dass das fast Steuerhinterziehung ist. Ich meine, das Steuerrecht ist komplex und da entstehen eben immer wieder solche Dinge, da werden Schwächen aufgedeckt. Das ist aber eine andere Baustelle, Cum-Ex ist eine andere Baustelle als hier die Finanzaufsicht. Wir werden damit leben müssen, dass wir, wenn wir nicht sozusagen die Wirtschaftsaktivität lähmen wollen, dass wir immer wieder solche Fälle haben wie Wirecard. Wirecard war, glaube ich, schon ein Extremfall, weil eben so viel eine kriminelle Energie dort dahinter steckt. Ich glaube, es ist angemessen, nach dem, was man so liest, zu sagen, das war ja wirklich eine kriminelle Organisation. Und hinzu kommt, dass kann man vielleicht daraus lernen. Wir haben in Deutschland, Sie werden sich an die Kommentare erinnern, eine Neigung, sowas wie Leerverkäufe an Finanzmärkten unmoralisch zu finden. Also diese Moralisiererei und das Vertrauen auf staatliche Regulierung, das kann manchmal zu weit gehen. Leerverkäufe sind ein wichtiges Instrument, das haben wir jetzt hoffentlich gelernt, an Finanzmärkten. Ich glaube, viel mehr kann man daraus nicht lernen. Ist es richtig, dass die Strukturen jetzt nochmal durchleuchtet werden dass man mehr kritische Distanz braucht zu den eigenen Unternehmen. Das ist schon richtig. Ich meine, Europa hat eine wachsende Bedeutung in der Finanzaufsicht und der Vorteil bei der europäischen Finanzaufsicht ist eben, dass die nicht so nah an den nationalen Dingen sind. Also die hätten nicht gesagt, nicht die Neigung gehabt, Wirecard ist jetzt mal endlich ein Erfolg, 40 Jahre nach SAP, da dürfen wir nicht dran rütteln. Die wären da vielleicht etwas unbefangener zu Werke gegangen. Ja, weiß man auch nicht, wenn jetzt ein Franzose die Finanzaufsicht führt und dann in Deutschland nachguckt, ob der jetzt... Aber gut, okay, das sind dann so die Nationalismen, die Europa mit sich bringt. Liebe Zuschauer, Zuhörende, Zuschauerinnen, wenn Sie noch knallharte Fragen an Professor Fuß haben, jetzt ist die Chance, wir gehen in die Schlussrunde. Herr Professor, es gibt ja zwei verschiedene Sorten Menschen in Deutschland. Die einen, die was erben und die anderen, die nichts erben. Ich habe neulich in der Zeit, war es glaube ich, ein großes Dossier gelesen, wie, ich sag mal, das Erbschaftswesen zu einer dramatischen sozialen Spaltung der Gesellschaft führt, in die praktisch mit einem Mehrfamilienhaus in der Tasche zur Welt kommen und andere, die auch mit ganz viel ehrlicher Arbeit sich niemals mehr eine Immobilie, schon gar nicht in irgendwelchen Ballungsräumen leisten können. Insofern geht die Richtung so Erbschaftssteuer, so. Was halten Sie davon? Also da muss man differenzieren. Kleine Erbschaften tragen tendenziell zu mehr Gleichheit bei, aber große Erbschaften natürlich nicht. Ab wann ist eine Erbschaft groß?
Ich frage für Ja, also ich kenne dazu eigentlich keine Untersuchung aus Deutschland. Das ist jetzt eine Untersuchung aus den USA, also eine kleine Erbschaft. Das wäre so im Bereich von 100.000 bis 200.000 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, weil das sind teilweise Leute erben, die dann sonst nichts haben. Also das ist nicht das Problem. In der Tat gibt es natürlich große Erbschaften. Ich denke, das Recht, das seinen Kindern zu vererben, ist ein wichtiges Recht, das auch durch die Verfassung geschützt ist. Das darf man nicht vergessen. Für viele ist es auch eine Motivation, ein Unternehmen aufzubauen, dass sie es eben weiterreichen können an die nächste Generation. Wir haben ja in Deutschland auch mit diesen Strukturen von Familienunternehmen durchaus Strukturen, die auch für Wohlstand sorgen, Arbeitsplätze schaffen. Das darf man alles nicht vergessen. Nur, ich denke, ein erster ganz wichtiger Schritt, wenn wir an Erbschaftssteuer denken, wäre mal zu sagen, Leute, lasst uns mal damit anfangen, soweit wie möglich alle Arten von Vermögen gleich zu besteuern. Wir hatten in Deutschland lange eine Situation, da konnten Sie 1 Milliarde erben. Wenn es Betriebsvermögen ist, war die Erbschaftssteuer null. Und wenn Sie ein Mietshaus erben, ne, der Handwerker, der sich ein Mietshaus aufbaut als Altersvorsorge und das an seine Frau vererbt, dann muss die Frau dann was zahlen. Das, also die bestehende, das hat sich etwas gebessert durch Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, aber das System ist immer noch sehr ungerecht. So, der erste Schritt wäre also mal zu sagen, wir besteuern Erbschaften gleichmäßig, aber alle Erbschaften. Das bedeutet allerdings, dass wir nicht Steuersätze von bis zu 50% nehmen können, sonst ist das Vermögen enteignet. Das heißt, wenn wir sagen würden, 10%, aber auf alles, mal wegen Freibetrag, aber dann darüber hinaus auf alles, auch auf Unternehmenserben mit einer Stundungsregel, dann wäre die Erbschaftssteuer viel gerechter und wer ein großes Vermögen erbt, der würde auch was hergeben. Ich finde, das wäre schon mal eine Verbesserung gegenüber dem Status quo. Letztlich dürfen wir nicht vergessen, es gibt kein Land auf der Erde, das mit Erbschaftssteuern oder mit Vermögenssteuern wirklich in großem Stil umverteilt. Gibt es nicht. Ne? Oder Ungleichheitsprobleme gelöst hat. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Länder wie Schweden, Dänemark und so, die haben Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern komplett abgeschafft, weil die nicht gut funktionieren. Das sind ja keine Länder, die irgendwie kein Herz für Sozialstaat hätten. Ne? Mhm. So, aber die haben das, also diese Steuern, aber ich finde es richtig, dass wir eine Erbschaftssteuer haben, aber ich vertrete seit langem Leute, lass uns sagen, 10% auf alles. Das akzeptiert man dann auch. Ne? Dann, wir haben ja im Moment jede Menge Leute, die das Land verlassen, Reiche, wirklich Reiche, bei denen es sich lohnt, weil sie sagen, ich habe keine Lust, 50% Erbschaftssteuer oder 30 zu zahlen. Und da sollte man, wenn man 10% sagt, dann bleiben die hier. Bleibt abzuwarten. Das ist ja. Sie haben angefangen damit, dass wir in der Corona-Krise relativ wenig Geld ausgegeben haben, keine Familienfeiern, keine Urlaube. Das heißt, wir haben alle gerade, also nicht alle, aber viele richtig was auf Tasche, wie man in Westfalen sagt. Jetzt brauche ich von Ihnen natürlich noch mal eine kurze Service-Information, Professor Fuest. Wohin mit der Kohle? Ja, wie lege ich die an in den nächsten Jahren, damit ich auch wirklich was zu vererben habe? Ne? Also Aktien ist mir ja ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Immobilien kann ich mir nicht leisten, was bleibt? Ja, nicht einfach. Also erstmal sind wir alle lange nicht in Urlaub gefahren. Also ich würde erstmal allen empfehlen, das mal in einem schönen Urlaub anzulegen. Da kann man dann auch nichts mehr verlieren. Ansonsten muss man sich anschauen, ich glaube, ohne irgendwas wie Aktien oder Immobilien kommt man nicht weiter, erzielt man keine Rendite, dann muss man ein gewisses Risiko eingehen. Wenn man Risiken vermeiden will, dann sollte man, ich sag mal, Tech-Aktien und solche Dinge eher vermeiden, denn die sozusagen sind sehr stark davon abhängig, dass die Zinsen niedrig bleiben. Es gibt eben andere Aktien, die ziemlich solide sind und dann doch aber immerhin eine Rendite von 3% oder so bieten. Also Anlageempfehlung mache ich natürlich nicht, aber man könnte in diese Richtung entwickeln. Es gibt auch, man kann auch mit kleinem Geld Immobilien kaufen, wenn man REITs kauft, also REIT-Aktien, Real Estate Investment Trust. Das sind eben Aktien von Immobilienunternehmen, die schwanken da auch nicht so wahnsinnig. Also es gibt schon Möglichkeiten, die man sich angucken sollte. Ganz wichtig, Gebühren beim Anlegen, das ist auch das Wichtigste, Bankgebühren zu vermeiden, Verwaltungsgebühren, kein Fonds kaufen, der höhere Kosten hat als, ich sage mal, 0,3%. Das darf man einfach nicht kaufen, würde ich pauschal ablehnen, dann ist das Problem schon mal vereinfacht. Was halten Sie von sogenannten Ratgebern, also quasi automatisierte Anlageprogramme? Ist das was Solides?
Ich würde das nicht machen. Ich will verstehen, aufgrund welcher Überlegungen man Geld anlegt. Das ist auch alles nicht so schwer. Also ich brauche jetzt keinen Robo-Advisor. Ich kenne keine Studien dazu. Es muss gar Ah. nicht mal so schlecht sein, denn an den meisten Finanzen, an den Finanzmärkten wird sowieso häufig relativ effizient bepreist. Also da kann man auch würfeln bei bestimmten Aktien und die kaufen. Aber also ich bin nicht so der Robo-Anhänger. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt aber wirklich mal einen Eindruck gekriegt, was so ein Volkswirtschaftsprofessor alles drauf hat. Mit dem kann man wirklich über alles reden. Von der Erbschaft über Robo-Advisor bis zum Sherpa im Kanzleramt. Wir haben eigentlich nichts ausgelassen. Ne? Roland Festring, ein Mann, der auch viel zu vererben hat, geht mal zurück. Aber wir haben ja gerade schon gehört, was ist denn eigentlich eine große Erbschaft? Also das muss man ja auch noch drüber streiten. Also bei 200.000 bis 200.000 ist es noch klein. Also das falle ich auf jeden Fall darunter. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Also Hajo, du hast es ja toll zusammengefasst. Wir haben, glaube ich, selten ein so großes Themenspektrum gehabt, was wir abgedeckt haben. Also von aktuell Corona über ja, Erbschaftssteuer und dann auch noch Finanzmärkte mit Hinweisen, wie man dann Geld anlegen kann in Zukunft. Also vielen, vielen Dank, Herr Fuest, für die tollen Einblicke, weil ich finde auch, Sie gehören ja zu den Ökonomen, die Dinge auch so erklären, dass der interessierte Laie auch was damit anfangen kann. Und ergehen sich dann nicht in Pro-Seminar-Strategien, um da auch am besten noch PowerPoints zu zeigen. Also vielen, vielen Dank für diese anschaulichen Darstellungen und für Ihre Zeit. Jetzt das Kontrastprogramm haben wir in 2 Wochen, dass wir eben nicht ein weites Themenspektrum haben, sondern in 2 Wochen widmen wir uns dem Thema Digitalisierung, was natürlich auch absolut wichtig ist, ein Zukunftsthema, und haben Linus Neumann vom Chaos Computer Club dann hier, der natürlich allgemein das Thema Digitalisierung, aber insbesondere auch das der Datensicherheit sich damit beschäftigt. Also sicherlich ein Thema, was völlig unterbeleuchtet und unterbelichtet wahrgenommen wird, außer bei Hajo, der zeigt gerade auf. Genau. Ich hätte da noch eine Frage an Professor Fuß, weil die Corona-App, die wir ja hier in Deutschland haben, die mir seit, glaube ich, 8 Monaten meldet, keine Risikobegegnung. Das beruhigt mich auf der einen Seite stark, auf der anderen Seite, könnte so eine App, glaube ich, mehr. Wir sehen das in asiatischen Ländern, die so Sachen wie Quarantäne, Impffortschritt, Risikogruppen, also auch Nachverfolgbarkeit, ganz, ganz viele Daten mehr speichern. Ja, Datenschutz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es werden so viele Grundrechte gerade ein klein wenig eingeschränkt. Da könnte man beim Datenschutz vielleicht auch ein bisschen großzügiger sein, Herr Fuß, oder wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist Ihr Thema für in 2 Wochen, aber Also genauso nee, ist ich es. möchte aber Ihre Meinung, damit man das dann Ja. leichter reinspielen kann. Genau. Also wir haben bislang die Chance verpasst, das Datenteilen zu kombinieren mit Datensicherheit. Also man muss nicht die Grundrechte einschränken. Darüber würde ich nicht verhandeln. Oder das ist eine politische Entscheidung. Ich glaube, der Eindruck darf gar nicht entstehen. Es geht nicht ums Grundrechte einschränken, sondern wir müssen lernen, in Europa Daten sicher zu teilen. Das könnte sogar ein Geschäftsmodell für Europa werden. Wenn Sie in China oder in den USA Daten teilen, dann ist das nicht sicher. Die können Sie teilen, das ist aber nicht sicher. Und es gibt dafür die Techniken. Haben uns leider zu sehr auf Datenverhinderung konzentriert. Und deshalb klappt das auch mit der Corona-App nicht. Also Sicherung, also nicht Grundrechte preisgeben, aber Daten teilen sicher, das muss das Geschäftsmodell für Europa sein. Ist es höchste Zeit, dass da was passiert. Also Guck mal, wichtiges Element, Roland, aber. hast du gleich eine Anmoderation für in 2 Wochen? Sehr gut, genau. Eine tolle Überleitung fürs nächste Mal, genau. Also vielen Dank an Sie beide nochmal und Danke. Ihnen allen Zuhörern, Zuschauern noch einen schönen Tag und dann hoffentlich bis in 2 Wochen.